So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 3. Wir spielen immer noch unser Kaiserreich von Island. Da wird sich wohl auch hoffentlich länger nichts mehr dran ändern. Und wir sind nach wie vor im Krieg mit Essex. Wir wollen unsere Ländereien zurückerobern hier. Das Stück, was wir hier verloren haben vor ein paar Folgen, da sind wir auch gut dabei mit 55%. Haben unsere Belagerungstruppen hier oben stehen. Unser Hauptheer steht hier unten. Die Gegner fahren gerade hier unten rum. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die hinwollen. Können wir auch, glaube ich, auch gar nicht sehen, nur dass sie bis hier fahren. Und wir haben noch einen kleinen Trupp in England. Und mit denen tun wir hier die Ländereien von Essex erobern. Und da die ja hier hinten rumfahren, können wir das auch ganz in Ruhe machen. So, da die jetzt hier rumfahren, werden wir unsere Truppen mal hier rüber verlagern. Wird über den Landweg ein bisschen länger dauern. Okay, sie landen da unten an. Und schiffen dann wieder ein. Okay, wir bleiben mal hier stehen und gucken, wo sie weiter hinfahren. Und jetzt haben wir auch gleich den nächsten Krieg an der Backe. Die Schotten. Die Schotten mal wieder. Die geben einfach keine Ruhe. Wie oft haben wir gegen die jetzt schon Krieg geführt? Verdammt nochmal. Was wollen die denn haben? Vielleicht das ganze Kaiserreich. Ja, warum auch nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Man gönnt sich sonst nichts. So, die kommen hier. Ah, gut, der Hauptteil der Truppen kommt von ihnen selbst. Die Verbündeten machen da jetzt auch nicht mehr so viel aus. Wir selber kommen tatsächlich auch mit Verbündeten daher, aber nicht ganz so viele. Dennoch werden wir die auf jeden Fall. Ich habe sogar einen Anspruch auf das Kaiserreich. Wer denn, wen können die denn einsetzen, der einen Anspruch auf unser Kaiserreich hat? Tatsächlich er hier, der König. Wie passt denn der hier rein? Das, also, wo hat er denn den Anspruch weg? Das würde mich ja mal sehr interessieren. Da würde ich mir gerne mal seinen Stammbaum anschauen. Wie kommt denn der Gute an einen Anspruch auf Island? Oder führt er den Krieg für einen Vasallen aus, der diesen Anspruch hat? Können wir das irgendwie sehen? Seine Eltern? Thordis Magnusdatter von Island. Okay, die gehört natürlich zu unserer Dynastie. Wie passt denn die hier rein? Thordis. Quatsch, da wollte ich nicht hin. Thordis. Wie passt denn Thordis hier rein? Hier hinten. Thordis Magnusdatter. Aha. Na gut, hat er sich einen Anspruch reingeheiratet, der gute Mann. Ja, wir werden da direkt mal unsere Verbündeten in den Krieg rufen. Und müssen natürlich schauen, dass wir jetzt unseren Krieg gegen Essex hier schnell durchkriegen. Hier läuft gerade noch eine Belagerung. Die geht noch 6 Monate, oder ist relativ lang. Wir werden unsere Belagerungstruppen, die wir da hinten stehen haben, jetzt auf jeden Fall noch hier rüberfahren und werden hier unten belagern. Und unsere Hauptarmee werden wir einmal hier rüberlaufen lassen, dass wir hier hoffentlich nochmal eine Schlacht gleich schlagen können. So, der nächste Verbündete tritt bei. Wenn wir die gleich nochmal schlagen und vielleicht ein, zwei Städte erobern, dann sollte es doch gegessen sein. So, die fahren hier wieder hoch. Okay, und dann drehen wir gleich mal um. Okay, die fahren rüber nach England. Das werden wir auch mal direkt tun. Wir müssen ja eh da gleich weiterkämpfen gegen die Schotten. Also schiffen wir auch ein, fahren nach England rüber. Und da müssen wir gucken. Die landen natürlich jetzt hier unten an. Wir können das noch schnell umbiegen und können hier oben anlanden. 3 Monate brauchen wir noch für die Belagerung. Oh, die sind aber sehr schnell. Ach, die sind den Fluss hochgefahren. Okay.
Dann müssen wir die Belagerung jetzt echt abbrechen. Die kriegen wir nicht mehr durch. Ziehen wir unsere Truppen ein Stück zurück. Der Rest der Truppen schifft gerade erst ein. Es wird noch dauern, bis sie da sind. Möhn wird belagert und jetzt sind sie. Ist es wieder weggefahren bei ihrem Scheißschiff? Jetzt fahren die wieder. Was steht denn mit denen nicht? Ich kann noch an Land bleiben tatsächlich. Also habe ich das Geld fürs Einschiffen schon mal gespart. Aber das ist natürlich jetzt wieder sehr ärgerlich. Dass sie jetzt hier einfach wieder ihre Sachen nehmen und einschiffen. Gut, dann belagern wir jetzt hier nochmal. Aha, deswegen wollten sie einschiffen. Schnell mal rüberfahren und meine Truppen abfangen. Und da muss ich sagen, ich fürchte, das ist hier sogar gelungen. Ich fürchte, da kommen wir nicht mehr weg. Da ist ja unsere Onager gleich mit dabei hier. Ja, die schiffen so schnell ein. Die kriegen uns leider. Da sind unsere Belagerungsgeräte dahingegangen. Wir gucken, dass wir diese Truppen noch irgendwie vielleicht hier ein bisschen rausziehen. Wir sind ja selber schon auf See, wir brauchen nicht ganz so lange, bis wir hier drüben sind. 3 Kriegspunkte nur verloren, das geht noch. Nur gerade mal schauen. Wir sind eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Wir könnten noch Söldner anheuern, aber nicht mehr ganz so viel Geld. Ja, vielleicht was im Kerker, was wir noch verkaufen könnten an Gefangenen. Also richtig nicht. Zumindest nichts, wofür wir Geld verlangen könnten. So, wo sind die jetzt wieder hin? Sind sie wieder eingeschifft oder was? Nein, da kommen sie. So, jetzt reicht's aber hier. So, die werden jetzt wohl den Fluss einschiffen oder was? Kriegen wir sie vorher? Jawohl, wir kriegen sie. Freund verloren, macht aber nichts. Dafür haben wir einen Sohn zur Welt gebracht, ein Genie. So wünscht man sich das. Und ihn nennen wir Gunnar, würde ich sagen. Gunnar klingt doch gut. So, Lebensmittelvorzug nehmen wir auch gleich mit hier. Zurückhaltung. Die Schlacht tobt munter weiter. Hier unsere Truppen können wir jetzt wieder zum Belagern einsetzen. Ich hoffe, die Schlacht gibt jetzt ein paar ordentliche Kriegspunkte. 95%. Sehr schön. So wünsche ich mir das. Dann werden wir jetzt versuchen. Wir gehen mal hier rüber. Sie müssen sich ja irgendwo hin zurückziehen. Vielleicht können wir sie noch mal erwischen. Dann können sie noch mal eine Schlacht zwingen. Dann hätten wir das Ding, denke ich, gewonnen. Jetzt kommen allerdings hier oben natürlich 10.000 Schotten schon angefahren. Bevor wir jetzt noch mehr Geld hier verlieren während des Kriegs, schauen wir mal, ob wir noch hier soldatentechnisch was anheuern könnten. 800 Söldner wären drin, die machen, glaube ich, ja, wobei, die könnten ein bisschen was ausmachen. 500 Gold verschulden wir uns natürlich mit. Aber ich denke, die brauchen wir, wenn wir hier gewinnen wollen gegen die Schotten. Auch wenn wir natürlich rapide Schulden haben. Aber das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. So, das ist ja unsere Hauptstreitmacht, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und wir gehen jetzt hier... Oh, wie kommen denn die hier hin? Wie? Wie kommen denn die hier unten hin? Die müssen wir hier erstmal irgendwie raus evakuieren. Hier gehen wir jetzt gleich runter. Wobei wir schon bei 97% sind jetzt. Fraktion gibt es auch wieder gegen uns. Na, Vasall möchte hier den Thron haben. So, da kommen wir gar nicht rüber. Ach ja. So, wir... Was machen wir denn? Wir nehmen einfach die Lebensmittelerfahrung mit und so. Wo gehen die jetzt lang hier? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wir kommen hier nicht rüber, wie es scheint. Da sieht es ja ganz stark nach aus. So, erstmal packen wir die Belagerungsgeräte damit bei.
So, und wo geht er jetzt? Will er einschiffen oder was? Na, er schifft wieder ein, bestimmt. Komm, dann fahr halt. Fahr halt weg. Ist mir egal. Sind gleich über 100%. So, wir zwingen jetzt die Forderung. Haben jetzt Essex hier oben wieder gewonnen. Und jetzt müssen wir unsere Truppen sammeln, um hier gegen die Schotten ins Feld zu ziehen. So, mal gucken. So, wir haben hier schon mal 1000 Mann eingesammelt. Wir können hier noch was mit beistellen. Wir können hier oben noch was hinstellen. Unsere Verbündeten sind auch schon hier in größerer Zahl unterwegs. Und da oben kommen schon 800 Schotten an, die hier noch als Nachzügler runterkommen. Vielleicht kriegen wir die abgefangen. Wir versuchen es mal. Okay, da ziehen wir den Kürzeren, wenn wir sie da angreifen. Aber wir können natürlich noch Truppen nachschicken. Wir haben ja genug Truppen hier gerade für den Moment. Wenn wir sie in die Schlacht zwingen können erstmal, rücken genug Truppen nach, denke ich, um diese dann auch zu gewinnen. Genauso ist das auch. Sehr schön. Die Schlacht haben wir gewonnen. 3 Kriegspunkte, immerhin. So, wir haben hier eine Gemeinde bekehrt. Es hat sich eine Fraktion aufgelöst. Das waren die Populisten. Die Fraktion ist immer noch existent, die da den Kollegen auf den Thron bringen möchte, aber das geht noch. Religionstechnisch ist unser Reich hier oben komplett nordchristlich. Und wenn ich mir das hier unten anschaue, ist hier auch schon sehr viel nordchristlich. Ich glaube, wir können dann auch gar nichts mehr bekehren, oder? Doch, wir können noch was bekehren. Was können wir denn bekehren? Hier unten vielleicht? Nein. Wo sehe ich denn? Was ist denn hier nicht nordchristlich? Die sind doch alle nordchristlich hier. Was also kann ich noch bekehren? Irland ist auch nordchristlich. Also entweder ich bin blind oder wir haben irgendwo noch Land, was ich gerade gar nicht auf dem Schirm habe. Hier unten der Kram. Katholisch, aber das ist auch Lothringen, das ist okay. Seeland hier hinten, das ist aber auch alles nordchristlich. Da, Lüneburg? Ist Lüneburg noch nicht nordchristlich? Lüneburg ist katholisch. Okay, dann helfen wir danach. Da haben wir den Übeltäter. So. Er ist aber nordchristlich als Herrscher, das passt soweit. Kulturfördern tun wir aktuell auch. Also die Populisten sollten wir damit in den Griff kriegen. Die Fraktionen, die da ständig raus entstehen. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie die Schlachten gleich gewinnen können. Wir haben eine recht hohe Mannstärke hier vor Ort, auch mit unseren Verbündeten. Und ich glaube, wir hätten eine gute Chance, wenn wir unser Glück hier in einem direkten Angriff versuchen würden. Muss ich die Truppen mal gerade ein bisschen aufteilen, damit wir nicht zu viel Versorgung verlieren. Und dann werden wir uns jetzt gleich mal in Position bringen, um hier unseren Angriff zu starten. Kommen nochmal die 800 Söldner nach, die wir uns geholt haben. Diese Belagerung ist verloren. Ist die Frage, wo sie jetzt hingehen. Das haben wir gerade eigentlich gut gestanden, um dagegen zu schlagen. Aber wir warten mal ab. Sie gehen jetzt südlich weiter. Und wir schauen mal. Das meiste Kriegsvolk haben wir eigentlich hier vorne mit dabei. Wir haben mit der Truppe also jetzt schon mal vorrücken. Rücken die zweite dahin. Die nächste Truppe dahin und mit denen rücken wir erstmal nach hier vor. Dass wir die jetzt gestaffelt hintereinander stehen haben und jetzt wollen sie jetzt hier oben belagern? Tatsache. Okay. Dann rücken wir jetzt Stück für Stück weiter vor. Gar kein Problem. So, von hier können wir auch hier unten theoretisch hinlaufen. Wir müssen noch warten, dass die 800 Mann hier nachkommen, aber mit den vorderen Einheiten können wir schon mal Stück für Stück vorrücken. Ja, und jetzt verteilen sie sich auch hier schön.
Da könnten wir einen Vorteil draus ziehen. Dann schauen wir mal kurz auf die Fraktion. Das ist immer noch die gleiche oder wieder die gleiche, glaube ich. Sehr spannend. Wir können noch Hausmitglieder rufen. Ja. Das machen wir. So, sie von Essex rufen wir auch. Fürst Falki bringt uns Lösegeld ein. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, dann sind noch ein paar andere Baustellen, aber erstmal haben wir noch Verbündete dazu gewonnen. Wenn die jetzt noch kommen, jawohl. Jawohl. Dann haben wir gute Chancen. So, Essex natürlich um die Ecke, die kommen hier gleich mit ihren Truppen an und jetzt, wenn die jetzt gleich in Reichweite sind, dann schlagen wir zu. So, wir stellen die Truppen schon mal hier hin. Mit den Truppen müssen wir noch ein bisschen näher ran, die können wir schon mal daneben stellen. Und wenn wir da jetzt keine Chance haben, dann weiß ich es auch nicht. So. Was haben wir jetzt hier für ein Gelände? Ebenen im wilden Winter. Ebenen im milden Winter. So, jetzt ist es schon normaler Winter geworden, wenn wir weggeschaut haben. Und ich denke, für Ebenen sind wir recht gut aufgestellt. Deswegen greifen wir da auch an jetzt. So, ich gebe mit sämtlichen Truppen den Befehl. Und jetzt wird es hier zur großen Schlacht kommen. Ja, die Schotten kommen auch alle mit da rein. Und jetzt schauen wir mal. Erstmal die Schotten in der Überzahl auf jeden Fall. Unsere Truppen kommen natürlich noch nach. Mittlerweile schon ein bisschen ausgeglichen. Jetzt haben wir Typhus erhalten. Da schauen wir doch mal. Kritischer Gesundheitsmalus natürlich nicht so gut. Wir haben einen Erben, der ist 4, den können wir auch eigentlich mal unterrichten. Ach nee, Quatsch. Ach so, wir haben schon mehr. Ah, schon mehrere Kinder. Ah, perfekt. Auch ein Genie. Müsste unser, genau, wir unterrichten ihn selber. Dann machen wir mit dem zweiten Kind auch mal direkt noch. Jetzt wollte ich hier gerade die coole Schlacht zeigen, die wir hier am Laufen haben. Wir müssen uns um so einen Kram kümmern. Aber wir unterrichten das zweite Kind auch noch. Da können wir gar nicht selbst. Dann entfernen wir das bei unserer Tochter den Vormund und unterrichten das Kind dann. So, sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, warum unsere Tochter schon wieder eine Glatze hat. Also irgendwie haben wir da noch so ein paar Bugs drin im Spiel. Wenn wir in den Hof schauen, haben wir aktuell keinen Arzt da. Wir können aber gucken, ob wir vielleicht jemanden haben, der am Hof diese Rolle gut ausführen könnte. Zum Beispiel unsere Schwester mit 13 Punkten auf Bildung. Würde mir da so ins Auge stechen. Dann haben wir die Irsa mit 12 Punkten. Ich glaube, unsere Schwester ist ja schon das Beste, was wir kriegen können. Wobei sie ein Verbrecher ist, also weil sie unzüchtig ist. Das ist aber nicht so schlimm. Damit kann sie ja durchaus ein Hofarzt sein. Kostet auch nur 10 Gold. Ha, okay, die haben wir gar nicht. Also können wir es eh vergessen. Gut, wir bezahlen also keinen Arzt. Aber wir schauen uns diese Schlacht an, wo wir mittlerweile truppstärkenmäßig überlegen sind. Wir haben noch verbündete Nachkommen, aber auch die Schotten haben noch ein paar Mann Nachkommen. Ja, und jetzt sieht es doch schon wieder sehr ausgeglichen aus. Wenn unsere Verbündeten jetzt reinkommen, dann wird es gleich wieder für unsere Seite ausschlagen. So ist es auch. Wir haben jetzt knapp 8500 Mann gegen nur noch 6000 Mann. Jetzt haben wir sogar über 10.000 Mann. Damit sollte diese Schlacht eigentlich entschieden sein, zu unseren Gunsten. Und ja, es sieht auch so aus, als würde es ganz klar in diese Richtung gehen. Ich denke, da werden wir gleich ordentlich Kriegspunkte für kriegen. Vielleicht sogar genug, um schon den weißen Frieden durchzusetzen. Aber in diesem Krieg, würde ich sagen, haben die Schotten definitiv den Kürzeren gezogen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, wir überlegen, gewinnen hier mit einer ordentlichen Überlegenheit diese Schlacht. Besser geht's doch gar nicht. Da kommen ja nochmal 2.500 Mann von uns. Perfekt, so. 30 Kriegspunkte kriegen wir dafür. Das reicht noch nicht für einen weißen Frieden. Da fehlt noch ein Punkt. Okay. Das kriegen wir auch hin. Umso länger der Krieg, umso mehr Punkte kriegen wir. Ja, unsere Truppen teilen wir wieder ein bisschen auf, dass wir hier die Versorgungsschwelle nicht überall reißen. So. Und sobald wir hier bei plus 24 müsste es sein, sind.
Genau, wir müssen die 30 knacken, also bei 24 Kriegspunkten, beziehungsweise bei einem Punkt auf langer Krieg, der noch dazukommen müsste, könnten wir den Weißen Frieden durchdrücken. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Wir werden einfach... Oh, unser Vasall macht das sogar schon. Haben wir selber noch Belagerungsgeräte hier rumstehen? Wir hätten nochmal so ein Truppe-Belagerungsgerät. Sind die alle verstorben oder was? Wo sind meine Unager geblieben? Hier sind sie. So, dann belagern wir hier auch mit. Dann geht es ein bisschen schneller. So, unser Verbündeter belagert da oben schon. Und die Schotten können wieder enttäuscht abziehen jetzt. Ja, reicht immer noch nicht. Können wir hier irgendwo 18 Monate... Na, wir schauen mal. Die Belagerung hier geht ja recht fix durch die Änderungen, die ja mit dem 1.4er-Update müsste es gewesen sein, gekommen sind. Dadurch sind ja die Garnisonen nach der Belagerung geschwächt und man kann relativ schnell zurückerobern. Und wenn wir das gleich haben, dann reicht es auch für den Weißen Frieden. Ich meine, die müssen hier oben jetzt 6 Monate belagern und wir sind in 16 Tagen durch. Das Ding ist gegessen für Schottland. So. Mal schauen, beim Weißen Frieden, wenn wir die Forderung erzwingen, würden wir sogar noch Gold kriegen. Okay. Das ist natürlich praktisch. Wir werden mal unsere Truppen sammeln. Wir nehmen alles mit und werden hier oben wieder in die Schlacht ziehen. Denn auch wenn wir den Krieg jetzt beenden könnten, ich würde tatsächlich gerne 300 Gold mitnehmen für diese ganze Kacke. Wir mussten ja die Söldner auch bezahlen. So, Typhus haben wir verloren wieder, sehr schön. Da können wir uns ja zumindest ein bisschen Geld für die Söldner zurückholen von den Schotten. Das ist ja mehr als nur gerechtfertigt, würde ich sagen. So, es gibt eine Fraktion, einen Bauernpöbel. Eben unsere Truppen wieder alle einfangen und dann werden wir jetzt hier in die Schlacht ziehen. Wird fürs Erste ausgeglichen sein, weil wir mit einer geringen Anzahl reingehen, bis der Rest da ist, aber das kriegen wir schon hin. So, und jetzt wird es wieder zu so einer Megaschlacht kommen. Ja, ein bisschen schnell, wir hätten auf die anderen Truppen warten müssen. So verlieren wir jetzt doch recht viele Leute, aber die restlichen Truppen kommen jetzt nach und dann ist auch diese Schlacht wieder zu unseren Gunsten entschieden, würde ich sagen. Verbündete kommen hier auch noch reichlich nachher kommen. Die 700 können auch noch mal hier mit reinkommen. Na, leider nicht. Und schon stehen wir bei plus 56. So, wenn wir jetzt schauen, haben sie nur noch 2000 Mann. Jetzt müsste man einen Anspruch haben auf Schottland. Da er hat auch gar keinen Anspruch mehr auf uns. Sein Vater, der den Krieg begonnen hat, ist verstorben, scheinbar. Das heißt, er wird uns nicht länger behelligen. Wenn wir jetzt den Krieg gewonnen haben, wenn wir jetzt einen Anspruch auf das Königreich von Alba hätten oder jemanden hätten, der einen Anspruch hätte. Jetzt sind sie schwach, jetzt könnten wir das ganze Königreich einfach schlucken. Bräuchten wir natürlich jemanden, der wahrscheinlich landlos wäre, den wir einladen können an unseren Hof. Können wir auch nicht einfach vasallieren natürlich. Haben wir hier einen männlichen Herrscher, der vielleicht Anspruch hat? Ihn haben wir hier. Fallengelassener Anspruch. Wenn wir uns ihn an den Hof holen. Oh, er hat sogar einen Anspruch auf Dänemark auch noch. Wenn wir uns ihn an den Hof holen, dann können wir das nicht. Höfling, achso, er ist schon Höfling. Ach, können wir die irgendwie... Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin. Enkel. Na gut, wir schauen nach dem Krieg mal, ob wir da irgendwann an den Hof kriegen. Aber das wäre jetzt natürlich unsere Chance, um hier uns Schottland zu schnappen. Ah, wäre schon unser Verbündeter, geht auch nochmal in die Schlacht. Wir marschieren jetzt einfach mal hinterher. Oder wo war er? Warum eigentlich? Wir werden hier schön ein paar Städte nehmen. Zum Beispiel diese hier.
Dann können wir hier mit unseren Söldnern. Was haben wir hier schon? Das hier unten noch belagern in York. Und der Rest kann ja erstmal gerade stehen bleiben. Wobei haben wir natürlich noch eine relativ starke Festung. Festung Stufe 6 Hadrian zwar natürlich. Jo, das ist auch tatsächlich hier drauf. Das ist ja cool. Sehr schön. Okay, also die werden wir wohl nicht mal eben so einnehmen können. Fürchte ich. Wir haben hier noch was, was wir uns schnappen können. Da schicken wir auch noch mal 1000 Mann runter. Und der Rest wird mal hier unten verweilen. So, ich stelle mal hier auf unserem eigenen Gebiet ab. Teilen hier nochmal auf wegen der Versorgungsschwelle. Und dann sollte das, denke ich, laufen. So, ja, was immer hier los war. Natürlich verschuldet, das wissen wir ja. Neuer Bildungs-Lebenswandel-Vorzug. Dann machen wir gleich mit dem Gesundheitstree weiter. So, und wenn jetzt unsere Truppen hier belagern, ist es für mich wieder an der Zeit, diese Folge zu beenden. Wir haben schon wieder einen guten Zeitraum vollgesteckt. Wir wollen die Folge auch nicht zu lang werden lassen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei wärt. Schreibt euer Feedback in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und in dem Sinne würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Palamon vom Team React.